Herzlich willkommen zu Drive Club im Multiplayer-Modus zusammen natürlich mit dem Let's Play Noob. Grüß dich. Hallöchen. Und dem PTS-Wipper. Ja, hallo. Natürlich. Sorry. wir haben es eigentlich schon angekündigt. Also ich habe es in meinem Let's Play auf jeden Fall angekündigt. Lukas, glaube ich, auch. Ja. Und Multiplayer, wir wollen das mal ein bisschen machen. Und natürlich dann vielleicht auch mal später mit mehreren Leuten. Wir testen es jetzt einfach mal aus. Erster Test für uns. Ja, wir haben noch nicht getestet. Also, ja, wir nehmen euch einfach jetzt mal mit. Und ich würde sagen, du startest einfach mal. Genau. Und es gibt dann auch gleich nochmal was ganz anderes, Cooles zu erwähnen. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, was ich fahre. Eis, ist aber viel Auswahl. Gott, was soll ich denn? Nee, scheiße. Du warst echt krank. Oh Gott. Hast du gesagt, selbst der Elektro-SLS ist ja dabei. Alter, da ist der GTA Nismo dabei. Ey, der 488 GTB, ne? Kannst du wählen. Der Nismo, den muss man sich mal gönnen vom Sound her. Ist eine Empfehlung. Ja, aber so ein Lamborghini wäre jetzt auch. Oh, nee, ich nehme F4. Ich glaube, wir machen mehrere Runden, dass sich das auch lohnt, oder? Dass jeder mal was gefahren ist. Okay, also ich hätte jetzt eigentlich echt ganz gerne den Nismo genommen, aber mir wurde gerade erwähnt, dass der 88 GTB hier so Auswahl steht. Da kann ich nicht nein sagen. Ja, jetzt hab ich auch noch F40. Gut, fahren wir alle Ferrari, das ist schön unausgeglichen. Nee, ich fahre Lambo. Okay, du fährst Lambo. Gut, haben wir schön Konkurrenten. Dann haben wir gleich mal schon Ferrari Lambo Special schon mal gleich vorweggenommen. Das ist sogar nice, dass wir das Auto hier sogar sehen. Das ist echt cool. Die Aufmachung ist okay und die Einstellungsmöglichkeiten sind auch echt gut. Also da kann man nicht meckern. Ja. Bin mal gespannt, wie die Kollisionsabfrage ist, ob die so gut ist wie in anderen Rennspielen, die wir so kennen. Need for Speed. Ich hab dich nicht berührt. Nö, bei mir hab ich dich nicht berührt. Ich hab dich aber gerade. Nein. Oh, Hab ich schon mal erwähnt, dass das Spiel eigentlich gut aussieht? Was? Ich hab mir gerade irgendwie mein. Alter, sag mal, ich muss Allrad, ne? Ich höre nichts mehr, ne? Ist übelst laut, aber. Ja, mein Turbomotor ist auch am Brüllen, Alter. Was ist die Karte zum Start? Hä? Wo geht's denn hier lang, Alter? Ich muss mal sagen, ihr leckt gar nicht. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Alle hinterher. Sorry. Der geht voll auf die Mauer drauf. Komm mal nicht mehr wacker, Ferrari kommt. Oh, Kurve. Mein Auto sieht schon wieder aus wie Sau. Das krieg ich echt, das hab ich echt drauf in dem Spiel. Das ist 5 Runden zum Trainieren hier. Ist aber auch echt eine Strecke nicht für diese Autos gemacht. Nee, irgendwie nicht. Ja, mein Diffusor ist sozusagen jetzt eigentlich schon Schrott. Der bringt jetzt nichts mehr. Aber ich muss ja sagen, Lenken tut ja gar keinen Schutz. Das ist sehr schön, wie ich sehr viel. Wieso wird hier rot angezeigt, wenn man noch ein bisschen später bremsen kann? Das probiere ich nicht. Boah, mein Heck. Boah. Aber ich glaube, der Allrad hilft ein bisschen bei dem Lambo, Quatsch. Oder? Ja, also ich habe da echt Probleme ein bisschen mit dem Heckantrieb hier. Mir kickt der Turbo halt rein, ist das Problem. Ich habe auch Turbo, ja. Ach, stimmt, der V8 ist ja auch immer. Ist ja auch jetzt Turbo geladen wieder. V8 Turbo. Dito, V8 Biturbo. Ja. Aber das glaube ich, ein bisschen mehr Bums als der 40, ne, glaube ich. Ich glaube, ja. Weil die auch sich einziehen. Oh. Alter, warum hast du gesehen, Viper nach links weg? Komm, Viper! Nee. Komm her. Hab ich schon mal das Backfire sehr geil böse, ey. Aber laut geknallt. Sind sie schon, die brüllen schon ein bisschen hier. Selbst im Multiplayer sieht's gut aus. Also ich habe jetzt gedacht, na komm, da drehen sie ein bisschen sich an der Grafikschraube runter, weil irgendwo muss die Performance ja auch noch herkommen. Ja, nee, müssen sie ja nicht. Netzwerk hat ja eigentlich nichts mit dem Ding zu tun. Und ob sie jetzt da KI darstellen müssen oder andere Fahrer, soll ja eigentlich keinen Unterschied machen. Ja gut. Aber das nebenbei, wir können natürlich keine KI jetzt hier im Multiplayer einstellen. Das geht leider nicht. Ich glaube, dann, will ich auch nicht hier ein bisschen ans Limit kommen. Oh Gott. Ah, shit. Ah, weggedreht fast. Den zweiten Gang reingeschaltet, dachte so, komm, ja locker und dann wupp, Heck weg. Ja, das Backfire bei dem ist so böse, das knallt einfach wie irre. Bei mir kommt gar kein Feuer. Bei mir schon, es ist wie so ein Metallklasse. Boom! Da könnte man noch ein bisschen tunen. So ein Forza-Spoiler zum Beispiel mal dran, ne? Boah, schon wieder so knapp. Also ein Forza-Spoiler, ne? Oh, jetzt hat's geböllert bei mir. Und vor allem auch gegen die Wand hat's geböllert. Hast du eigentlich schon von unserer tollen Community erzählt? Von unserer tollen Community, Wir wurden darauf nämlich darauf hingewiesen, dass man bei der PlayStation Spiele-Communities erstellen kann. Und das haben wir mal gemacht für Drive Club, also für unsere beiden Kanäle hier. Die Community nennt sich die Pixel Noobs, zusammengeschrieben. Und wenn ihr eine PlayStation 4 habt und Drive Club, dann könnt ihr gerne da mal beitreten. Und sicherlich dann könnt kann man dann auch mal irgendwie zusammen unseren online Spielen, glaube ich, beitreten, irgendwie so dann in Zukunft. Wir müssen mal gucken, wie das funktioniert.
Oh Gott. Bruno, könntest du das hier gerne schon mal vorweg in den Kommentaren erklären, dass wir uns da vielleicht ein bisschen einfacher machen in den kommenden Folgen, falls wir euch da mal mit einbeziehen. Ich glaube, mehr Leuten könnte es hier extrem lustig werden. Oh ja. Jeder mit 12 Spielern, ne, wenn ich nicht irre. Ja, 12 Spieler ist möglich. Ja, 12 Spieler ist möglich, ja, kann ich weiß, auch sehr krass. Gut mal hier die Clubs gegen Clubs und sowas können wir mal machen. Oder habe ich Es fehlen ja noch 3 Mitglieder, ne? Ja, Weidmann muss auch noch rein. Ich bin schon drin. Bist du nicht? Ist schon drin, doch. Bei mir hast du das Club-Logo aber nicht. Ich hab sogar eine Lackierung. Ich hab auch keine Club-Lackierung. Ja, aber im Menü hat das Club-Logo noch nicht. Boah, das erste Mal, dass ich nicht in der ersten Kurve gegen das Ding geknallt bin, ey. Komm nicht mit, der 40 ist leider ein wenig zu lange gegenüber dem modernen Sportwagen. So, ich fahr mal aus der Cockpit-Sicht, dass man die auch mal gesehen hat. Da schaut der Sound ein bisschen gedämmt. Ich möchte noch mal sagen, Way meinte so, egal welche Uhrzeit du einstellst, wir haben 60-fache Zeitverschiebung, das ist voll okay. Dann hat sich aber irgendwie kaum was aus, dass es noch gerade ein bisschen tiefer geht. Das stimmt schon, ne? Für 60-fache Zeitverschiebung ist schon, also... Aber ich glaube, wir werden die Scheinwerfer noch anhaben in der letzten Runde, so wie das hier aussieht. Weil die Sonne geht gerade ganz schön tief. Oh je. Bitte am Heck. Aber ich muss sagen, ich sehe jetzt gerade den 488 hier, natürlich zum ersten Mal im Spiel, aber auch den Innenraum, ich finde den richtig nice. Es ist einfach echt eine schöne Weiterentwicklung zum 458, muss ich sagen. Ja, ich habe jetzt letztes am Wochenende auf S Motorshop gesehen, sieht echt schick aus, also da kann man sagen, was man will. Ja, ist halt, so finde ich, eine coole Mischung aus. Oh, die Sonne steht jetzt aber boah, schon tief. Alter, Verwalter. Oh ja. Musst du ja aufpassen, dass du die Dinger nicht mitnimmst, ey. Ne, was würde ich sagen? Ja, ist halt, finde ich, eine schöne Mischung aus dem 458 und einem LaFerrari, so, also... Die schönsten aktuellen Designelemente von Ferrari mit eingeflossen. Ja, so, ich gebe in die Aussicht, dass man auch wieder was hört hier. Ja, es wird schon dunkel, also das kriegen wir schon hin hier. Nächste Rennen nehme ich aber ein Auto, was ebenbürtig ist, ey. Das nächste Rennen nehme ich auf jeden Fall mal den Nismo, den würde ich echt gerne mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, können wir ja alle mal fahren. Ja, fahren wir mal den Nismo, machen wir es so. Denk mal, das möchten natürlich auch gerne die Zuschauer von Lukas sehen, von dem her können wir auch den alle fahren. Ah, Scheinwerfer gehen an, es wird dunkel. Ja, Klappscheinwerfer sind hochgegangen bei mir. Ja, ist bei mir am echten Auto auch so. Wenn die Scheinwerfer angehen, dann weiß ich jetzt. Ah, es ist dunkel. Okay, weißt du nicht, wer die anmacht dabei? Ja, so. Ja, klar, die modernen Autos, da geht alles automatisch schon. Da gehen ja selbst die Scheibenwischer automatisch an. Aber ich fahre halt einen alten Club. Oh, das ist schon Schluss. Also wir sind nicht ganz in die Nacht gekommen. Du bist schon hier, Alter. Ich bin jetzt komme ich gleich auf den letzten Gerade. Ja, ich glaube, der 40 hat mit den Modellen echt nicht so. Aber ich wollte Ihnen mal zeigen, weil für mich der 40 immer noch der geilste Ferrari ist. Jetzt winken hier sogar auf der Geraden die X da oben an der Straßenkreuzung, wenn das Rennen zu Ende ist. Du hast den 27.4. Wie viele Punkte haben wir bekommen? Anniversary, das ist eine andere Edition gewesen vom Aventador, okay. Wie viele Punkte haben wir bekommen? Wie viele Punkte? Wo steht denn das? Wo steht das, ja? Gerade am Ende des Rennens wurde das zusammengezählt. Mach ich mal. Jetzt siehst du es nochmal, so. 14.000 habe ich hier. 13.000. Okay. Ich habe nochmal 1.000 extra bekommen, weil die letzte Runde fehlerfrei war, komplett. Ich habe 50.000 bekommen. 50? 50? Ja. Hast du diese Zusatz-XP-Dinger gekauft? Ich frage nur mal aus Interesse. Also nicht, da ich wüsste. Weil die geben nämlich massiv mehr, aber 50, Alter, was? Du meinst die EP-Punkte, ne? Ja. Ja, 50.000. Aber was? Was? Bist du sonst die Level jetzt direkt hoch? Keine Ahnung, ich bin jetzt Level 28, also ein Level. Ja, vielleicht, weil du schon mit dem Auto oder sowas vielleicht schon mal Erfahrung mit der Marke Erfahrung gesammelt hast. Weil das ist ja was. Einmal bisher. Okay, shit, das kann auch. Alter, verarsch mich nicht. Aber das kann nicht so viel ausmachen, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mir wurden ja schon auch viele Tipps gegeben, was man, dass man viel auch mal eigene Zeitrennen und so fahren soll, weil das richtig viel Erfahrung gibt und so weiter. So, würde ich denn gerne die nächste Runde fahren? Ja, mach mal da, der passt da. Ja, okay, machen wir den. Es sieht aber sehr geil, wie schnell man hier wieder im Menü ist und dass man einfach die Wiederholung speichern kann. Mit leichtem Regen oder irgendwie was machen. Oder kann man da auch das Wetter wechselnd einstellen, dass es sich so verändert? Ja, dynamisch. Ja, dann machen wir mal dynamisch und da muss aber ja, glaube ich, achso, das eine ist nur die Startbedingung oder wie, das klare Wetter. Schätze mal, bedeckt, stürmisch, ich mach mal bedeckt einfach mal an. Genau. Machen wir mal so, Veranstaltung starten, so, nehmen wir beide alle mal den Nismo. Genau. Wo ist er denn außer da? Ich muss ja nicht aufnehmen. Du nimmst ihn trotzdem. Gibt's den in anderen Farben? Nee, leider nicht. Ah, nur in Grau und den Nismo-Farben. Okay. Ja, aber ich nehme den in Weiß halt, oder? Oh, das ist doch dann klar. Nehme ich den immer in Grau, so. Aber du in Rotscheiber. Du bist ja voll in die Grauzone hier. Ah, die Vorschau hat aber jeder den Weißen. Das ja, gut. Ich schau wieder als Erster.
Also das muss man Drive Club echt zugute halten. Die Autoauswahl ist echt very nice. Also der Supercar- und Hypercar-Fan ist, der ist hier echt Paradies angekommen. Ja. Würde ich echt ein bisschen feiern, wenn... Feuert der. Oh, der hat... Der hat Backfire. Scheiße. Ja, der... Und zieht der an. Der böllert ein bisschen, ja. Da müssen wir nachher auch direkt mal die Stingray noch austesten. Die ist nämlich auch sehr nice. Also die Standard-C. Come on! Nee, aber ganz ehrlich, hätte Forza Horizon so ein bisschen ein paar Autos hier von, wär schon very nice. Oh, ich sehe nix. Ich sollte nicht in der Cockpit fahren. Komm rum hier. Das war eine schöne Strecke, die wir uns hier gewählt haben, Alter. Der böllert aber ganz schön, ey. Das ist der Backfire am Start, war krank, ey. Gott. Ist echt eine schöne Strecke, ja. Aussieg ist gut, ich will da nur nicht runterfallen, wäre ich zu sein. Komm rum. Wir drehen gerade übrigens ein Werbevideo für den neuen Nismo. Shit. Herzlich, aber gut. Scheiße, ey. Ja, der Allrad hilft ein bisschen, ja. Ein bisschen, minimal. Ich glaube, wenn wir die Autos von gerade eben gefahren hätten, hätte ich mich schon weggedreht. Oh, da ist die Kurve. Ah, ich glaube, ich weiß, warum Viper auch viele Punkte bekommen hat durch die Windschattenfahrt die ganze Zeit. Es gibt ja auch gute Punkte. Ja, gut. Das merke ich nämlich jetzt gerade. Schön. Gerade war ich letzter die ganze Zeit, hab keine Punkte bekommen. Alter, was eine Kurve. Ja, Viper. Da spielt einer Ping-Pong. Wie viele Punkte habt ihr bisher? 2000. 1100. Uiuiui. Sieht aber auch scheiße gut aus, mein Gott. Das ist wirklich ein Werbefilm für Nissan, Alter. Oh ja. Boah, das war der Dreh, aber ganz. Gib mir das Lied vom Tod und so. Ah, hey! Heißt das? Ja, ey, für mich hab ich dich nicht berührt. Oh, shit! Ja, Werbefilm für Nissan. Ja. Auch mit ihrem GTR Nismo können sie es richtig dreckig geben. Oh. Boah, der Scheiß. Yeah, komm. Oh, der war ein bisschen zu lang, der driftet. Ich sehe nur Wurm links, rechts. Oh, Scheiße. Das hat jetzt richtig Zeit gekostet, aber Viper ist irgendwie weg. Ja, ich hab mich weggedreht. Oh, fuck. Razor in der ersten Runde, hey, mit anders hätte ich mich schon längst weggedreht. Jetzt haben wir Allrad und Viper dreht sich trotzdem weg. Ja, hinten die Bodenwellen sind echt fies. Nee, der Stein war nicht so geil, der da am Straßen. Also, das sieht schon wieder total aus. Das ist selber schuld. Das ist kein Mitleid. Da einer schiebt einen Reifen vor sich her. Die Strecke hat aber was. Also mit dem macht es gerade echt Spaß. Ja, mit den anderen hätte ich jetzt nicht wirklich Bock drauf, muss ich sagen. Mit dem ist aber echt gut. Boah. Boom. Backfire, Alter. Da platzt erstmal das Trommelfell von allen Zuschauern, wenn der hinten Feuer raus. Solches Backfire will ich aber. Das ist richtig geil. Klingt mir da was. Komm rum. Oh, zu viel Handbremse, zu viel Handbremse, shit. Ah. Jedes Schild wird umgesetzt, was ich finden kann. Scheiße. Ja, komm. Wow, fuck. Da war eine Kante, kacke. Das ist gleich schnell gefunden, echt sehr sexy. Ja. Wow. Yes. Das sind 12 Leute, könnte interessant werden, shit! Yo, come on, gerade! Oh, das sieht gerade geil aus, wie die Sonne hier noch mit rein. Oh! Blendet. Mein Heck ist so am Arsch. Tja, meinen würden wir auch nicht mehr verkaufen können, glaube ich. Der Rechtskurs ist dir bewusst, ne? Oh, shit! Und kann ich ihn reinstechen, siehst du? Oh, das ist kein Problem.
diese Bodenwelle. Ja, komm. Irgendwie habe ich das Gefühl, du kommst irgendwie besser aus manchen Ecken raus. Ja, ab und an. Die nächste Kurve ist aber wieder deiner, bist immer schneller. Ich bleib in diesem, diesmal bleib ich in. Knick es, nein. Schön, 2 Punkte verloren dank dir. Ah, fuck. Nein. Und hier gehst du gern echt neben raus. Ach, Quatsch. Wow. Junge, was ist denn hier? Junge. Hey, jetzt bin ich nicht schuld, ja? Da hast du dich aber abgelenkt vom Bremsdruck. Oh, mein Heckleuchten, mein Rückleuchten gehen anscheinend nicht. Oh, fuck. Oh, Gott. Ja. Meine gehen deine Rückleuchten auch nicht? Jetzt wird aber hier richtig dunkel, ey. Oh, yo. Ach, die Rückleuchten funktionieren, die sind aber scheiße dunkel bei dem Auto. Ja, stimmt, die sind echt wirklich arg dunkel. Boah. Komm, jetzt hier wird's aber echt dunkel. Boah, jetzt sieht's geil aus. Scheiße, mit dem Backfire und dem Rückleuchten. Scheiße. Ja. Boah, ich freue mich schon. Hab ich schon mal erwähnt, dass das Spiel leicht geil aussieht? Hab ich nicht schon erwähnt, dass ich mich leicht darauf freue, die Thumbnails wieder für die Folge zu erstellen? Also, du musst einfach nicht, ich mach jedes Mal Spaß, wie Bilder raus. Geil, wir da Duelle fahren können. Okay, hat sich erledigt. Gut, dann gewinnen wir die letzte Runde mal, ne? Wenn ihr da. Jetzt kannst du ja mit Viper duellieren. Boah, Alter! Sehr weit vorbei. Alter, wie das reflektiert, Link. Das ist abnormal, ne? Du musst da hinten gucken, die Front sieht einfach so geil aus im Dunkeln. Scheiße. Wow, das Backfire. Wow. Aber muss so sagen, was Außenfeuer und so angeht, da ist Drive Club echt eine Nummer für sich, ey. Das ist echt krass. Was einiges angeht auch. So die Wettereffekte. Das ist auch ziemlich krass. Optisch Auswirkungen, okay, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das ist ein Arcade-Game, aber optisch sind die echt gut. Das rechte Wasser auf der Scheibe und so. Oh, die Girlanden und sowas hier jetzt gerade, oh. Wo er hinguckt. Ja, wenn mich mein Backfire nicht blendet. Alter, jetzt wird's aber echt hier hinten. Ich seh nicht, wo ich hinfahre. Wow. Oh, ich klau hinterher, ich depp. Oh, er ist noch einen Platz verloren. Ich bin doch schon die ganze Zeit letzter. Achso, ich krieg noch geachtet. Nach dem Unfall. Wenn die Nacht meinen, meinen die auch vollkommen Nacht, ne? Ey, teilweise siehst du nichts. Ja, ist ja gut so. Nein, Heck, das ist schon mal sehr hell. Das gefällt mir gar nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Nein, Viper, geh weg. Ja, krieg ich nicht mehr. Yes. Puh. Gerade noch 5000 Punkte, Alter. Nichts bekommen. Ich hab 10.000 nur gekriegt. Ich finde es aber geil, dass man direkt Wiederholung speichern darf. Das ist direkt die erste Taste, die man nach dem Rennen drücken kann. Ah ne, jetzt habe ich ein bisschen mehr. 65.000 habe ich bekommen. Das ist Club. Nee, das ist Ach, Club, für Club gewesen. Ja, da, ich habe mich vorhin dann auch verlesen, alles klar. Ja, ja. Ach, doch schon, sagen, Alter. Das war Club. Bei mir eben, das war ein bisschen hier. Ja. So, was machen wir als nächstes? Wo habt ihr jetzt Bock drauf? Die C7 Stingray müssen wir mal fahren. Ja, welche Ort eins können wir noch. Was ist eine C7 Stingray? Ja. Keine Z06 oder nee, was? Nee, die normale. In Indien habe ich gehört. Ja, da fährt die normalerweise rum, das ist die normale freie Wildbahn einer Stingray. Wetter mache ich mal wieder dynamisch. Da haben wir mal klar, weil es sieht sicher geil aus. Jetzt. Ich glaube aber, die ist in der Superklasse, oder was fahren wir gerade? Fahren Superklasse. Oder Performance, ich glaube Performance ist die. Performance? Okay, nehmen wir Performance. Ja. Probieren wir's. Wenn sie nicht ja, ist, wir dann fahren wir so viele nicht. Autos noch zu fahren. Und bam. So, wo ist sie denn? Ah, da ist sie doch schon. Ah, ich hab sie schon. Ja, da, ja, genau. Also die C7 meinst du, ne? Nicht die Z06. Ja, genau. Nee, die Stingray. Nee, okay, schade. Die Z06 ist ja noch die C6. Yes. Ja, nur leider. So, guck mal, was nehme ich denn mal für ein Design? Ich will eine gelbe. Ich guck, ob ich irgendein gelbes Design habe. Ja, habe ich, aber ne. Du und deine Designs, ich habe noch kein einziges erstellt. Ich habe 16 Stück jetzt schon. Die passen zwar keine wirklich auf die Kopf. Ach, nehmen wir das hier, komm, egal.
So. Ja, wenn es dieses Feature gibt, will ich das auch nutzen. Allein, weil ich mir 16 Stück erstellen kann nach dem letzten Update, weil sie auf mich gehört haben irgendwie. Ich glaube, in Forza kann man so an die 100 erstellen. Ja, komm. Ich bitte dich jetzt auch 100 zu machen, weil man es einfach kann. Gleichen wir es wieder mit den Replays aus, dann hat sich das ausgeglichen. Okay. Oh. Also gerade wenn man hochschaltet, ist es halt brutal, was sie für einen Sound machen. Oh, boom, schnell dir ja. Nice. Ich hätte aber gern trotzdem die Z06. Oh, ist eine richtige Rennstrecke, die wir hier haben, nice. Boah. Ah, die Z06, macht, die Z06 macht das halt nicht. Ja, gleich mal das Auto wieder kaputt klappeln. Ja. Oh. Hey! Ja, was soll ich denn? Ich war hin, wo soll ich denn hin? Ja, ich verpasse noch ein bisschen gerade die Schaltzeiten. Boah, das Heck ist so böse. Oh! Hey! Keine Absicht. Ah ja, die drei Besoffenen mit ihrer Corvette wieder mal unterwegs. Zu viel Geld mal wieder. Oh ja. Oh, 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 mein Heck, mein Heck, mein Heck! Wieder ganz schön blöd auf der Hinterachse. Es wird ein bisschen rutschig, habe ich gehört. Oh, jetzt fängt es richtig an zu pissen. Findest du? Das ist mal ein leichter Schauer. Nee, für Indien, Mensch. Ja, mal gucken, Schreck, wo du unterwegs bist. Niesel ist das hier. Gott, fang dich! Ist echt blöd auf der Hinterachse. Ich bin nur am Querfahren hier. Yo! Boah, die Curbs sind böse. Ah, es wird schon wieder schönes Wetter. Da habe ich eh so ein bisschen Probleme in dem Spiel, so das Auto richtig abfangen zu können. Ja, das ist schwierig. Ja. Der Gegenpendler, das ist echt... Vor allem mit diesen, naja, Wind Shuttle mal, Bitches. Komischen Triggern hier. Oh, 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 Hinterachse, oh. Hinterachse, böse. Ey, das ist ja Wahnsinn, ey. Nur das Heck kommt. Und schon wieder wird schlechtes Wetter, das gibt's ja nicht. Hier ist mehr Wetterwechsel in einer Runde als bei Forza im ganzen Spiel. Findest du? Ach, weiß was? Nicht. Ah, oh, hi Viper. Wow. Ja, du darfst nicht zur Kollision kommen. Oh, shit. Wow, ich glaube, ich bin ein bisschen neben raus. Ah, hi, danke. Bin schon komplett nach links gerutscht, krieg kurz nochmal aufs Maul. Boah, ich seh nix. Wir sollten uns vielleicht Strecken suchen, die nicht komplett aus Schlamm bestehen, ey. Das sieht echt so aus, wie wenn wir nur auf Schlamm fahren würden, ne? Wir sind ja auch deutlich dreckiger, die Strecken hier irgendwie. Das klingt echt fies, Gott. Ne? Oh Gott. Gar nicht. Oh, komm. Ja. Komm doch rum. Ah. Ey. Ja, 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 nix auf Strecke zurücksetzen. Ach, ist krass, wie nah wir nebeneinander bleiben. Waren wir alle zusammen scheiße. Oh fuck. Ja, komm jetzt! Ach, du bist doch scheiße! Komm ran, Viper! Geh weg. Oh! Alter! Mir ist das Auto ausgebrochen beim Überholen! Sorry! Wieder links gezogen, bin jetzt vom Heck weg! Ach geil, das sehe ich erst jetzt. Schaltet mal in die Cockpit. Die haben sogar ihr... Das Setup, ne? Ja, Setup mit reingemacht, was er hat. Sehr geil. An alles gedacht. Was die Autodetails angeht... Und das ist ja serienmäßig bei dem Fahrzeug drin, ja? Ja. Das muss man auch mal sagen. Bei BMW zahlt man da schönen Aufpreis. Und dort ist nicht mal farbig. Hier ist es farbig, ja? Komm on, Viper, du übst einfach viel zu viel. Du bist viel zu weit vom Level. Bis nächste Folge, legst bitte den Controller erstmal beiseite. Controller nehmen wir dir jetzt weg, ja. Oh, es wird dunkel. Das Spiel hat einen Xbox-Controller. Ich muss echt lernen, mit diesen kleinen Triggern hier ein bisschen sanfter Gas zu geben. Ja, mir fehlt mehr, ich habe nicht genug Spielraum, das ist mein Problem. Ich werde ja, voll ja, durch euch lassen. Spielraum, das sind fast Taschen, keine Trigger mehr hier. Hi Viper! Ah, shit! Ja, auf dem Schlamm wird schwierig. Ho, 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 hi, hallo.
Boah. Wie Sie, hier sehen Sie Carporn. Hm. Hallo Viper, jetzt kommen wir alle angeflogen. Alter. Wuhui. Mein Heck ist leicht erleuchtet. Oh, fuck, 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 fuck. Da ja, muss ich ein bisschen reingrooven, dann geht's eigentlich ganz okay. Oh, da hinten leuchtet irgendwas. Fahrzeuge, wie der McLaren. Wow! Nein! Wow. So, sorry. Hi, Viper! Ah. Das Heck, Alter. Hier sehen Sie das Corvette Stingray Crash Derby in Indien. Boah, Viper, ich sehe nichts, mein Heck leuchtet zu hell. Sinn der Sache. Hat Schlamm schon mal jemals so geil ausgesehen? Ich glaube nicht. Deine Corvette C7 Stingray in einem Spiel jemals so geil aus? Ich glaube auch nicht. Und sind total reich? Nope. Will ich nicht rammen, Viper, dann gib aufs Gas. Würde ich gerne. Ja, dann mach doch. Fahr quer. Oh, die Kurve ist eng. Aber das Spiel mit der Nordschleife wäre schon irgendwie böse. Ja, ja. Es wäre mega böse, ey. Kommen sie wieder mit dem Windschatten angekachelt. Der Windschatten ist echt krass in dem Spiel. Alter, wie man kann hier auch Dive-Bomb macht, Alter. Ja, Wahnsinn. Das wäre wieder Formel 1. Ey. Und nochmal! Ey, diesmal war ich aber in. Kenn ich irgendwo, ja? Deckfeuer, so schön bei Nacht und Regen. Ein Platz, Viper. Nee. Doch. In. Bin innen. Nicht mehr. Fick dich. Der Heckpartie ist zerschrammt. Wie wir alle auf einem Fleck fahren. Ja, der Schubs hat mich raus. Oh, fuck! Shit, shit, shit! Ich hab mich nicht gerammt, mein Auto ist nach links ausgebrochen, mehrfach. Ja, genau. Immer wieder! Ja, und das wollte ich auch schon sehen. Ach, letzte Runde, deswegen machst du das. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich plötzlich aggressiveren Stil an den Tag lege. Ach nö, komm, rum da. Nein, komm, yes! Jetzt verliere ich das Heck, ey, das gibt's doch nicht. So vorsichtig mit dem Gas gespielt. Oh nein, nein, zu weit. Hey, du Pisser! Hey! Ja, danke, Viper. Viper hat dich angeschoben. Nein! Nein! Hey, lass das! Ich bin doch Viper, wenn du so einen Scheiß machst. Du hast mir auch nicht, du hast auch gegengehalten. Ja, aber nicht so krank. Guck dir mal die Zeit an. Normal wäre ich erster gewesen, dadurch, dass du mich gerammt hast, Viper, hat mein Wagen Schub bekommen von hinten, dadurch bin ich schneller geworden. Scheiße, ich hab's Replay jetzt nicht speichern können. Fuck! Das ging zu schnell. So, ich hab einen Aston Martin V12 Vantage und einen Pagani Huara. Ich hab gar nichts freigeschaltet. Ach, den hab ich schon ein bisschen länger. Ach, halt die Klappe, Viper. So, da sind wir aber wieder am Ende angelangt. Zu lange würden wir es nicht treiben, den Spaß, sonst vergeht uns der Spaß zu schnell vielleicht. Man weiß es nicht. Wow. Heben wir uns für die nächste Folge auf. Auf jeden Fall, das war die erste Folge DriveLab Multiplayer. Muss sagen, das macht doch ganz schön viel Spaß. Ja, doch. Ja. Machen wir auf jeden Fall öfters jetzt. Ich denke auch mal, Drive Club lohnt sich auch im Multiplayer richtig, ja, gut. Ist ja auch dafür ausgelegt. Und ja, das war's mit der ersten Folge Multiplayer. Wir würden uns freuen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen nach oben, nicht vergessen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Und mal gucken, was wir hier noch hinkriegen mit 12 Spielern. Stelle ich mir das schon ganz lustig vor. Das könnte interessant werden, ja. Könnte wirklich lustig werden, ja. Also, wir sind raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.